Genie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Viel Glück damit, Kumpel. Ist jemand da? Hallo? Scheiße. Moment mal, diese Karte. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. So, und jetzt. Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los?
heißt nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 10.000. Halleluja. Was? Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Wozu bräuchte man Vergebung? Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung. Und in die... Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt?
Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's. Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Große Columbia. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und töten Sie die... Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken klar machen. Ein goldenes Schwert, auf das ich muss mir mal keinen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Der du den Delaware überquert. Ein Vorbild an Tugend. Mit flammendem Schwert. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Beim Schwert. Dass es weder Zufall Rolle gibt, noch Glück. Schlüssel. Nur Vorsehung. Amen. Und dass du schauest, ihr göttliches Wirken wecke. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut. Ich muss das Mädchen finden. Sie bestimmt was arrangieren. Oh nein, Mr. Rosignol. Ich habe noch... Morgen? Freut mich sehr. Ein perfekter Tag für die Feier. Warte, Comstock muss das vorhin. Eine Abschrift der letzten Rede des Propheten an euch, das Volk von Columbia, über die heilige Vergebung unserer lieben Lady Comstock, unserer geliebten Mutter der Vergebung. Guten Tag, Bürger. Sie sehen fit aus. Sorry, Mann. Du musst warten wie alle anderen. Thank you.
Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach. Rolle, wenn er mich fragt. Wolkenloser Hallo? Himmel, milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Groß und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die Patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revier, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Ein Mensch steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Sie haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Telegramm für Sie, Sir. DeWitt, stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, stop. Was immer Sie tun, nicht Nummer 7710, stop. Lutess. Was zum... Guten Tag, mein Freund. Hallo. Sieh sie dir an. Ist sie nicht am Fleischen? Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco! Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco! Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. Haben Sie das Zeug dazu? Wir haben einen Gewinner!
hier, mein Freund. Denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung. Diese Vox Populi wieder mal. Das Packerett herum verbreitet Lügen und setzt wie. Ich versuch's. Gut, Herr Mann. Jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Vox vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger hatten nicht mal ordentliches Gerät dafür. Die Vox Populi geht um. Wer gebietet ihr ein? Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr, möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können! Jagen Sie Daisy Fitzroy und die üblen Schurken der Vox Populi! Hier haben wir einen Mutigen! Also, schießen Sie auf die Vox, wenn sie erscheinen! Treffen Sie genug, winkt ein Preis! Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf! Gut gemacht! Reife Leistung! Unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Hast du sowas schon mal gesehen? Er wirkt zu traurig. Traurig? Wenn man so stark ist, wie soll er traurig sein? Mein Freund, hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann... Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Ihre Liebsten verbunden? Tja, geben Sie her. Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Press to turn machines into allies. Verdammt, was war das? Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Tag, Seemann. Aus welchem Hafen kommst du denn? Hast da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Ich habe eine Schwäche für Eiscreme. Er ist kraftvoll. Er ist der Unglaubliche. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche...
Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso hat Voxaphone, Voxaphone! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten. Nochmal warte ich das viel. Sagen Sie etwas, Freund. Was ist ein Voxaphon? Was ist ein Voxaphon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Die Wunde an Frau. Schon mal benutzt? Oh nein! Bald schicken Finken und Pongericht. Nehmen Sie eine Notiz auf oder ein Lied oder ein Liebesgedicht und spielen Sie es wieder und wieder ab. Schön, aber ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Kopf. War klar. Hm. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Testen Sie schon heute die. Oh, der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Mein Vorbild? Nun, Lady Comstock natürlich. Du hast ein Ding gekriegt. Den Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt. Madame Lutez, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Was zum... Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance. Du hast immer so Gefühle. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister. Sorry. Ich kauf nichts. Dummchen. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis! Der erste Wurf! Bitte, bitte, bitte! Ich weiß, es war meine Schuld! Bitte, bitte! Nein! Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Den müssen wir auf die Sprünge helfen. Moment. Da ist er. Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Nein.
Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren... Possession now turns machine and man into allies. Jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert, mir egal. Ugh!
Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Gottes! Oh, toll. Eine Kraft. Teufelskuss. Tja, man lebt nur einmal. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe.